ich zeigen euch heute die Brust-Bein-Bewegung in Bauchlage. Dafür legt sich Arthur auf eine Bank. Die Arme sind schön lang nach vorne, die Beine nach hinten ausgestreckt. Und wir hocken die Beine an, ziehen die Zehenspitzen nach vorn zur Nasenspitze und grätschen die Beine zur Seite und schließen mit Schwung. Arthur zeigt euch das jetzt noch zwei, dreimal alleine. Jawohl, und das könnt ihr dann 10-mal zu Hause üben. Dafür könnt ihr euch auf ein Bett legen oder auf einen Hocker und dort die Bewegung üben. Eine weitere wichtige Übung für die Wasserlage ist der Seestern. Den wollen wir euch jetzt zeigen. Dafür schnappt ihr euch eine Matte, legt euch in Rückenlage, die Arme sind in Seithalte, die Beine leicht geöffnet und der Kopf liegt auf dem Wasser. Wir schauen an die Decke und atmen ganz normal weiter. Den Bauch müsst ihr anspannen und diese Position haltet ihr dann 10 Sekunden. Die gleiche Übung gibt es auch noch in Bauchlage, die wollen wir euch jetzt noch einmal zeigen. Dafür legt ihr euch auf den Bauch. Ja, passt. Die Arme sind wieder in Seithalte ausgestreckt, die Beine leicht geöffnet. Und ihr stellt euch vor, ihr liegt auf dem Wasser. Wir atmen über Wasser ein, nehmen den Kopf mit ins Wasser und atmen im Wasser wieder aus. Und die Position könnt ihr dann auch wieder für 10 Sekunden halten. Und das war's dann auch. Wir zeigen euch jetzt die Beinbewegung im Sitzen. Dafür setzt ihr euch auf eine Matte oder auf den Boden und streckt die Beine lang nach vorne aus. Die Arme könnt ihr nach hinten nehmen zum Abstützen und dann hockt ihr die Beine an. Die Zehenspitzen zeigen dabei nach oben, wir grätschen die Beine zur Seite und schließen die Beine mit Schwung. Der Arthur zeigt euch das noch zweimal alleine. Genau. Und die ganze Bewegung könnt ihr jetzt 10-mal selbstständig durchführen, damit ihr die Beinbewegung gut lernt. Wir zeigen euch jetzt die Brustarme. Dafür legt ihr euch wieder auf den Boden, auf die Matte, in Bauchlage. Die Arme sind lang nach vorne ausgestreckt. Und wir ziehen mit den Armen einen Halbkreis bis zur Brust, atmen ins Wasser aus und strecken die Arme nach vorn. Und wir ziehen wieder einen Halbkreis, atmen aus und strecken dabei die Arme nach vorn. Der Arthur zeigt euch das noch zweimal. Sehr schön. Und das könnt ihr jetzt wieder 10-mal zu Hause üben, damit ihr dann im Wasser fit seid. Das Ausatmen können wir auch zu Hause üben. Dazu brauchen wir kein Schwimmbecken. Deshalb schnappt ihr euch eine Schüssel mit Wasser und dann könnt ihr das Ausatmen üben, indem ihr über Wasser einatmet und dann den Kopf ins Wasser nehmt und ausatmet, dabei bis 3 zählt. Dann könnt ihr das Ganze 5-mal wiederholen, damit ihr das Ein- und Ausatmen im Wasser üben könnt.